Moin Leute, was geht? Digga, ich habe mich geisteskrank verletzt. Mein Fuß, mein Bein, es tut alles weh. Ich muss jetzt ins Krankenhaus. Ich zeige euch das mal. Es ist, boah, also no joke. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich friere, obwohl wir über 20 Grad draußen haben. Also ich zeige es nochmal auf den anderen Arm. Sowas kann man ja nicht faken, seht ihr? Wie ich am Frieren bin. Mir ist geisteskrank schlecht. Ich habe brutale Übelkeit. Ich kann kaum laufen. Ich zeige euch mal meinen Fuß. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier ist es alles geschwollen. Guckt euch das mal an. Auch hier, ich kann kaum stehen. Na joke, Leute, das ist so schlimm. Ich habe solche Schmerzen. Boah, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Wir fahren da jetzt hin und dann mal schauen, was sie sagen. Ich sage euch ehrlich, ich weiß, ihr wisst, wir dramatisieren immer in unseren Videos, machen ein bisschen krasser, was auch besser für die Unterhaltung ist und so, aber Bruder, mir geht's gar nicht gut. Ich kann auch kaum laufen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich zum Auto gehe. Man sieht aber, schaut euch mal an, wie dick das hier alles geworden ist. Es ist geisteskrank schlimm. Also hier tut es am meisten alles weh. Bis hier oben hin. So, Freunde, jetzt geht's los zum Krankenhaus und ich gehe wie so ein Krüppel hier die Treppen runter. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich da bin. Das Ding ist, wir haben auch schon so 23 Uhr, ey. Bis ich da bin, ist es wieder Mitternacht. So, Freunde, wir sind jetzt hier beim Krankenhaus angekommen. Let's go, dann klingeln wir mal. Bewahren Sie Ruhe, Sie werden sofort zurückgeschaltet. Bewahren Sie Ruhe, Sie werden sofort zurückgeschaltet. Oh, danke. Oh, zum Glück die Tür ist offen. Scheiße, ey. Hey, Leute, was ist denn drin? Digga, ich kann kaum laufen, ey. Ist auch schon 20 vor 12. Brauchen Sie nur die Krankenkarte oder auch irgendwie Personalausweis oder Führung oder irgendwie so? Ich sag Ihnen ehrlich, Sport ist auch echt Mord, ey. Fußball ist halt so, ne? Ja. Am besten nur noch im Zimmer sitzen und zocken und nicht mehr rausgehen. Das ist auch alles. Ja, aber dann kann nichts passieren. Nein, auch dann kann einem schlimme Dinge passieren. Fußball. Ein Trauma beim Fußball im Sprechzimmer 1. Ich bin jetzt hier drin. Ach, mir geht's nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich muss brechen. So Schmerzen habe ich, ey. Ich sitze hier so heute 15 Minuten. Schau euch das mal an. Und hier alles weh. Und dort auch. Oh. Das sieht ja schlimm aus. Ey, für was braucht man diesen Kittel da eigentlich da drüben? Sieht aus wie so ein Nachthemd. Gehen die da irgendwie da hinten in der Ecke schlafen oder was machen die da? Ulrike, kannst du mal das WLAN-Passwort geben, falls ihr das habt? Weil meine Flammen auf Snapchat sind bald weg. Ey, ihr habt's gehört, ich hab die gerufen, die kommt nicht. Und jemand extra, dass die Ulrike heißt. Aber irgendwie kommt die gar nicht. Aber zumindest hat das zu ihrer Kollegin gesagt. Vielleicht wollt ihr auch nicht so angesprochen werden von mir. Ey, ich hab so eine Angst. Wirklich. Am liebsten, ich würde einfach gehen. Oh, wenn was Schlimmeres ist. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr auch schon mal irgendwie, ob euch mal was Schlechtes passiert ist, irgendwie, keine Ahnung, was gebrochen, whatever. Ich hab echt Schiss. Eine Ewigkeit später. Der Doktor war gerade da. Wir müssen ein Röntgen machen. Er meint, kann sein, dass da was gebrochen ist. Jetzt hab ich richtig Schiss. Ich muss da gleich rein. Er meint, ich muss die Wertsachen mal wegpaffen. Hoffentlich muss ich mich nicht hier bis auf Unterhose ausziehen. Aber bevor es jetzt zum Röntgen geht, habe ich gerade was gegen die Schmerzen bekommen. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht alles zu lange dauert. Ich sag euch ehrlich, also die könnten ja echt mal ein bisschen netter sein. Wir voll schissen alles und irgendwie total unfreundlich bei alle hier. Keine Ahnung. Ich habe denen gesagt, ich habe Angst. Tut alles weh. Er meint, stellen Sie sich nicht so an. Scheiße, sieht das hier schlimm aus. Oh mein Gott. Ich muss mich jetzt hier hinlegen. Bruder, was ist das denn für ein Monster? Oh mein Gott. Jetzt habe ich richtig Schiss. Alter, was ist das für ein Monster? Digga. Oh, Bruder. Ich soll mich hier drauflegen. Hier schlafe ich heute aber nicht, ey. Leute, schaut euch das mal alles an hier. Ich habe hier wirklich die Hände. Ja, ich lieg schon. Tut das weh? Ja. Nein. Okay. Ich werde die Bürste. Ja. Wo tut Ihnen das weh? Mein Fuß. Wo? Und da sticht jetzt auch nichts in meinen Fuß oder so rein? Was? Ich habe das noch nicht gemacht. Ist das irgendwie gefährlich? Das Röntgen? Röntgen, da gehen ja Röntgenstrahlen durchs Fuß auf die Kassette. Das ist wie fotografieren. Ach so, oh. Das ist nichts anderes. Ja. Brauchen Sie keine Gedanken. Ja, es sieht so krass aus, dieses Teil da oben. Hochziehen. Oh. Oh, ja, ja. Ui, 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 ui. Nicht bewegen. Nee, mach ich nicht. Oh, es tut so
so weh, ey. Puh. Fußball ist, ne? Ich mach keinen Sport mehr ab jetzt. Ich bleib nur zu Hause und zock nur noch. Das ist auch nicht besser. Ja, da kann ich mich wenigstens verletzen, ne? Oh Gott. Oh, super. Puh. Einmal wieder zurück. Wo muss ich hin? Wo sie eben gewesen sind, ganz einfach. Ja, mach ich. Uiuiui. Die guckt jetzt die Fotos an. Dann sagt die gleich Bescheid. Ich hoffe, die kommt jetzt gleich wieder, Digga. Ich hab so Schmerzen. Dann kann ja auch ab in eine Falle gehen und weiter pennen. Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Kostenlos, Abo, alles für den Tuss. Oder woanders. Ja, also ja. Muss man dann zur Unfallchirurgie, oder wie heißt das? Wo ist das nochmal? Unfallchirurgie. In Sulingen zum Beispiel gibt es ein Sulingen-Krankenhaus. Ja. Gibt es da einen Unfallchirurg. Okay, gut. Ja? Alles klar. Kommt die Schwester gleich. Ich hab mir jetzt gesagt, dass es sein kann, dass da so ein Riss irgendwie drin ist, im Knochen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das können die nicht sagen. Ich soll irgendwie zur Unfallchirurgie irgendwie ins andere Krankenhaus gehen. Hab sie gerade gehört, aber ich will da nicht hin. Ich will nur noch nach Hause, ohne mein Bett. Er meint, da macht er jetzt was drüber und dann soll ich da hinfahren, aber nee. Ich habe jetzt hier was drum bekommen und die meint so, das reicht erstmal so, bis ich zum anderen Krankenhaus fahre. Ich muss sagen, das kann auch was mit den Bändern sein. Gute Nacht, ne? Sorry nochmal. Jetzt noch ja. Puh, okay. Ja. Brauche ich da so einen Überweisungsschein oder irgendwas hin? Da gehen Sie normal wie bei uns zur Notaufnahme rein. Ja, okay, gut. Ja. Okay. Über die Vene. Ja. Dass du da Ruhe hast, ne? Ja. Also, es hilft gar nicht. Vielleicht haben die da noch andere Möglichkeiten, um irgendwie zu gucken, was da ist. Ja. Weil die darauf spezialisiert sind. Na gut, dann fahre ich da mal hin. Okay. Ich auf jeden Fall besser aufgerufen. Ja, ich danke erstmal. Tja, also wäre wohl besser, wenn ich hätte schon direkt hingefahren wäre, oder? Ja, aber man weiß ja nicht, viele wissen nicht, dass wir die Unfallchirurgie gar nicht haben. Ach so. Erstmal Krankenhaus. Okay, ciao, ne? Wie komme ich hier wieder raus? Fühl dich alleine auf. Ach so, okay. Oh, ich bin fertig. Oh, mein Gott. Sie meinte jetzt, dass ich so zum anderen Krankenhaus fahren muss. Weil die meinen, ich muss sonst ins MRT rein. Weil die das nicht können. Ich weiß auch, die Kamera ist auch ganz dreckig, aber Leute, ich kann jetzt nicht. Ich fahre da jetzt nicht mehr hin. Ich fahre einfach ins Bett. Oh. Das Ding ist auch nur, die haben das jetzt nur so provisorisch gemacht hier. Weil die meinen, alles weiter kriege ich dort im anderen Krankenhaus. Ich habe hier den Scheiß mitbekommen, aber ich gehe jetzt nicht und ich hoffe, dass ich das so aushalte. Die ist halt eigentlich, meine, sie muss eine Maschine oder so ein Gips dran. Aber sie meinte, das machen die dort. Fast das erste Mal, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo. Digga, da bin ich hier schon im Krankenhaus-Türenchen und dann muss ich noch zum MRT ins andere. Aber ich schaff das nicht, ist auch schon 1:30 morgens mittlerweile jetzt. Ich saß da jetzt auch schon mittlerweile die ganze Zeit. Ich habe nochmal Kollegen alles geholt, aber Leute, ich verabschiede mich erstmal hier. Ciao, mach's gut.